Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich da zu meinem Vortrag. Wie Nicolas Abondanza gesagt hat, der Vortrag ist Change-Prozess zur agilen Organisation oder anders das Bedürfnis abdecken, das das Management will, die Fähigkeit, Strategien effizient umzusetzen. Ich habe das in 4 Schritten aufgebaut und ich möchte Ihnen diese 4 Schritte kurz erläutern. Vorgängig aber da zur Einleitung vielleicht noch ein Bild, das Sie vielleicht kennen. Das ist ein Bild von der Papstwahl 2005. Und wenn Sie da etwas anschauen, sehen Sie hier da ein Handy. 2013, wenn Sie das gleiche Bild anschauen, sieht das so aus. Also so eine Digitalisierung kommt schleichend. Und wenn Sie jetzt das noch etwas tiefer graben da im Internet, stellen Sie fest, oder es wird Ihnen gesagt, dass das eigentlich ein Fake-Bild ist. Auch das ist Digitalisierung. Das ist nicht die Papstwahl, sondern das Papstbegräbnis. Aber es ist ein anderes Thema. Schauen Sie, und Digitalisierung ist eigentlich nur ein Wert, dass man agil werden will oder agil werden muss. Es geht auch darum, die Konnektivität, die da mehr und mehr kommt. Wenn Sie heute mit einem Handy rumlaufen, so haben Sie etwa 50 Konnektoren. In 2 Jahren, sagt man, haben Sie 5000 Konnektoren, wenn Sie da rumlaufen. Und das ist etwas, was unheimlich dann natürlich an Dynamik da bewegt. Oder die Kollaborationsarbeitswelt, dass man mit jedem verbunden ist und schnell austauschen kann. Auch das ist eine Beschleunigung. Nicht nur innerhalb von der Arbeitswelt im Sinn von der Firma, sondern auch mit dem Lieferanten und mit dem Kunden zusammen. Und dann die Wissenskultur. Man weiß heute, ein Wissen hält noch 2 Jahre an und es wird immer erneuert. Und das Wissen ist auf dem Netz. In 2 Jahren brauchen Sie keinen Berater mehr. Die sind da überflüssig. Also Sie rufen es einfach ab und Sie haben es. Und das ist etwas, was ganz entscheidend wichtig ist, wenn Sie es anschauen. Es sind mehrere Faktoren, nicht nur die Digitalisierung, die eigentlich zur Agilität aufruft. Und jetzt ist das Wort Agilität manchmal etwas verkommen, respektive viele sehen dieses Wort in ihren Augen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das immer so richtig ist. Schauen Sie, Agilität hat nichts zu tun unbedingt mit schnell. Heißt nicht schnell. Agilität heißt auch nicht zwingend höhere Qualität. Agilität ist auch nicht da, eine Methodensammlung da zu sein. Wenn man Less oder Safe oder solche Sachen gehört, das sind so super Sachen, aber es hat nichts mit Methode zu tun. Von mir aus gesehen ist Agilität nichts anderes in einer Organisation mit dem Ziel, näher an der Wirklichkeit zu sein, um die Wertschöpfung seines Tuns zu erhöhen. Und wenn Sie so etwas aufbauen wollen, so brauchen Sie eigentlich eine Voraussetzung, nämlich eine agile Kultur, neue Arbeitsformen, agile Prozesse und vernetzte Strukturen. Und das ist das erste Thema, die Basis, die Sie legen müssen, die Basis, die ich Ihnen kurz erläutern möchte. Die Basis, so wie ich es zusammengefasst habe, hat 4 Hauptwerte. Das ist die agile Organisationskultur und ich glaube, da liegt wahrscheinlich ein Schlüsselfaktor drin, dass man agile Werte hat, wie Innovation, flexibel und lernfähig. Das sind so schnelle, einfache Wörter, aber dass Sie das implementiert haben oder bis Sie das implementiert haben in einer Organisation, das braucht seine Zeit. Der zweite Punkt ist, Sie brauchen eine neue Arbeitsform. Und das tönt so einfach. Ich bin überzeugt, projektorientiertes Arbeiten wird in den nächsten Jahren massiv zunehmen. Und man hat eher ja, mit diesem Scrum und solchen Sachen hat man dann die Meinung gehabt, das nimmt ab. Man sucht heute den Projektleiter, wo ist denn der? Ich glaube, es nimmt zu. Nicht ich glaube, ich bin sicher, es nimmt massiv zu. Und es braucht da moderne Kompetenzen. Moderne Kompetenzen, man stellt sich vielleicht etwas Falsches vor. Eine moderne Kompetenz ist zum Beispiel loslassen können. Und ich darf Ihnen sagen, ich als Inhaber von meiner Firma, loslassen können, das ist schon nicht so einfach, wenn man etwas liebgewonnen hat und es eigentlich losgelassen werden muss, dass man den nächsten Schritt machen kann. Oder zweite Kompetenz ist inkrementell arbeiten, in kurzen Etappen Ergebnisse herausliefern. Das ist eine Fähigkeit, die da aufgenommen und implementiert werden muss. Ich gehe auf 2 Punkte ein, diese restlichen 2, etwas tiefer.
in die Logik, dass Sie das verstehen, was ich Ihnen erzählen möchte. Ich glaube, wenn Sie eine agile Organisation aufbauen müssen oder wollen, dann müssen Sie eine Prozessarchitektur hinlegen. Und zwar Prozessarchitektur auf Levels bezogen, wo konkrete Leistungen erbracht werden können. So wie ich jetzt hier das gemacht habe, in diesen vier Stufen. Das ist die strategische Ebene, das ist die Lenkung oder die taktische Ebene, die Portfolioebene, das ist die Führungsebene und das ist die Ausführungsebene. Und es ist egal, ob Sie agil mit Scrum arbeiten oder noch konventionell. Die Ausführungsebene, die muss beides beherrschen können. Was ganz entscheidend ist da drin, in dieser Architektur, ist diese Verknüpfung, dass Sie diese Ebene einerseits agil sind, aber miteinander auch verknüpft sind. Ich werde da später noch etwas hinzukommen. Ich glaube, das ist der schwierigste Teil in einer Architektur, die Architekturkomponente in eine Unternehmung einzubauen. Das weitere Bild, das ich Ihnen geben möchte, ist die Struktur. Man hat es ja oftmals jetzt gesehen, dass man so bei den technischen Firmen hat man das Ganze ausgelagert, so in eine Garagenfirma, wie man es so schön sagt. Irgendwie sechs verschraubte Typen haben da ohne jegliche Reglemente arbeiten dürfen und haben möglichst schnell irgendwo ein fantasievolles und ein sehr gutes, effizientes Produkt entwickelt. Und wenn das wirklich gut war, hat man es dann in die Unternehmung hineingenommen und hat es dann so produziert. Das ist ein erfolgreicher Weg, aber natürlich begrenzt. Man versucht immer mehr, jetzt auch ganze Organisationen auf agil umzustellen. Und ich bin der Meinung, es ist unmöglich. Sie können eine Organisation nicht als Ganzes umstellen auf agil. Ich glaube, es macht auch keinen Sinn, weil gewisse robuste Werte eine Organisation auch haben muss, dass man überhaupt agil sein kann. Und das heißt, Sie haben da die Silos. Aber ganz entscheidend ist, dass Sie hier ein neues Ressort aufbauen, das möglichst hoch angesiedelt ist, wo man jetzt einfach neu drum sagt, das ist das Portfolio-Management, wo alle Projekte wie in cross-funktionalen Teams mit Leuten aus den Silos entsprechend umsetzen. Gesteuert vom Top-Management und die eigentlich die Priorität sagen können, wo die auch sehen, wo eigentlich der Mehrwert zu erreichen ist. Und ich glaube, wenn Sie sowas aufbauen, kann langsam eine größere Community entstehen, die agil arbeiten können und die agil arbeiten wollen. Also das ist eine strukturelle Komponente, da hat das auch noch viel mit Macht zu tun. Derjenige der, oder diejenigen, die hier sitzen, die bestimmen die Zukunft des Unternehmens. Ich komme zum zweiten Punkt, den Sie eigentlich aufbauen müssen, und das ist basierend auf Umfragen ein ganz wichtiges Element. Rund 50% von Strategien, die man definiert, werden nie umgesetzt. Rund 80% von den Strategien versteht das Line-Management nicht, was das Top-Management will. Und da gibt es eine große Diskrepanz, dass man auch die Strategie, die man hat, möglichst schnell umsetzt. Und auch da habe ich vier Bilder versucht aufzubauen oder vier Schwerpunkte zu definieren, die ich Ihnen kurz erläutern möchte. Das einerseits ist die Segmentierung. Die Segmentierung, Sie müssen unbedingt Segmente machen, Segmente, die Sie umsetzen und die Sie steuern können. Das oberste Segment auf der Strategieebene ist das Thema. Das Thema hat eine Reichweite von 12 Monaten. Sprich, in 12 Monaten haben Sie den Mehrwert im Haus. Ende. Und können Sie das nicht machen, müssen Sie ein Thema unterteilen, dass Sie in 12 Monaten das Ergebnis haben. Weil heute kann niemand mehr länger als 12 Monate vorausdenken. Das ist das Problem. Schauen Sie mal die Welt an, wie sie sich verändert. Das geht ja so ruckzuck, zack, zack. Man kommt mit neuen Ideen, man kommt da mit komischen Politikern, die etwas vorhaben. Man muss da reagieren können. Und Sie können doch nicht 3-jährige Strategien fahren oder 3-jährige strategische Themen fahren. Bis Sie das am Boden haben, ist die Welt schon verändert. Solche Themen brechen Sie auf in Initiativen, strategische Initiativen. Und die Initiativen gehen 6 Monate. Eine Initiative bringt Ihnen einen Mehrwert in 6 Monaten. Und Initiativen können Sie umsetzen mit Vorhaben, sprich mit Projekten, die natürlich maximum 6 Monate gehen. Und dann können Sie das ganze Vorhaben natürlich unterteilen in Realisierungseinheiten, wo Sie, wenn Sie agil, mit Scrum unterwegs sind, schon nach 2, sprich 4 Wochen schon einen ersten Mehrwert haben. Das ist agil. Da können Sie
miteinander schauen, dass sie auf dem richtigen Pfad sind, das, was der Kunde möchte, dass sie das da aktiv steuern können. Das bedingt natürlich eine Strategie, eine rollierende Strategie, eine szenariobasierte Strategie. Schauen Sie, das Stabilste Ihrem Unternehmen wird sein, zukünftig die Vision und die Werte. Das ist stabil. Alles andere ist dynamisch. Das heißt, Sie können höchstens, wie ich schon gesagt habe, so 12 Monate vorausdenken. Natürlich, vielleicht etwas länger, aber Sie denken da in dieses Quartals und leiten dann diese strategischen Themen und dann die Initiativen ab. Nach 3 Monaten skalieren Sie die Strategie wiederum aus auf die entsprechenden neuen definierten Ziele oder leicht veränderte Ziele. Also alle 3 Monate schauen Sie wieder 12 Monate voraus, so sind Sie ziemlich nah an der Evolution, die da draußen stattfindet. Ich glaube, das ist enorm wichtig, dass man da das Denken ändert. Schauen Sie, auch ich habe in Großfirmen gearbeitet, da wurden Budgets gemacht, angefangen da im August oder Ende August, hat es geheißen, wir machen das Budget für das nächste Jahr. Da haben wir irgendwie einfach ein Budget gesagt, was wir denken, es könnte sein. Es gab dann 24 Budgetrunden, die letzte Budgetrunde war dann im nächsten Jahr im April, wieder hoffen, dass sie dann stimmte. Das ist alles gelogen. Das ist einfach Blödsinn. Das ist Management Power vernichtet. Anstatt, dass man da an strategischen Themen arbeiten muss und nicht da die Budgets zurechtsägt, sodass es doch irgendwie akzeptiert wird. Das zweite, ganz wichtig, oder das weitere Element ist ganz wichtig, das kneten können. Schauen Sie, viele strategische Initiativen werden lanciert, wie ich schon gesagt habe. Das Management versteht sie, aber sonst niemand. Ich kann Ihnen ein kleines Beispiel sagen. Ich war da bei einem Kunden vor 3 oder 4 Wochen. Der hatte gesagt, Herr Jenny, wir müssen 10% sparen. Da habe ich gesagt, ja, entlassen Sie 20 Leute. Der war von meiner Beraterfähigkeit hoch begeistert. Ja, 10% sparen, einfach Leute entlassen. Er wollte ja anderes sagen. Er wollte ja sagen, bitte da die Prozesse fitten, da Lean-Management und solche Sachen. Aber das muss man verstehen können. Und ich glaube, das ist wichtig, dass Sie das entsprechend in einem vielleicht Vorprojekt oder in einem interdisziplinären Team, crossfunktionalen Team, eigentlich kneten, so eine Initiative. Was wichtig ist, dass eine Initiative nicht nur von der Strategie herkommen kann, eine Initiative kann auch vom Kunden herkommen. Man spricht hier gerne von ungeplanten Strategien. Große Firmen, Honda, IBM und so weiter, sind eigentlich groß geworden von ungeplanten Strategien, nicht von geplanten Strategien. Da hat irgendein Mitarbeiter eine entzündete Idee gehabt und das wurde dann realisiert und dann ist man größer geworden. Auch der Markt, sprich die Innovation, bringt natürlich die Initiativen und natürlich das Gesetz, die Pflicht, dass man etwas ändern muss, wenn man da im Regulator ist. Das heißt nichts anderes, Sie haben 4 verschiedene Quellen von Initiativen und es gibt dann hier auch einen Wettbewerb, wer gewinnt. Nämlich es gewinnt die Initiative, die man weitermacht, die am meisten Mehrwert produziert. Nicht unbedingt die strategische Initiative. Das heißt, Sie müssen sich kneten auf Mehrwert und die Mehrwertstruktur ist natürlich unterschiedlich, was für Mehrwerte Sie herausbekommen. So, ich spreche da gerne von Mehrwertstypen. Das ist zum Beispiel Housekeeping. Also ich kann einen Prozess beschleunigen, ich kann was wegwerfen, loslassen. Das ist ein Mehrwert. Es ist natürlich der Kundenmehrwert. Der Endkunde bekommt Mehrwert. Es ist ein Architekturmehrwert. Wir in der Organisation können uns aufbauen, modernisieren. Und es ist der Pflichtmehrwert. Eben, wir setzen irgendeinen Regulator um. Was natürlich ganz wichtig auch ist, ist die Projektart, die Sie bestimmen können, die Ausführungsart, ob agil, ob konventionell oder hybrid und natürlich, welcher Charakter so ein Projekt hat, sprich Wirkungscharakter und Abwirkungscharakter. Was ganz entscheidend ist, schauen Sie, Sie können so eine Initiative hier aufnehmen und Sie können sagen, so 10% sparen und dann springen alle los. Oder Sie können sagen, Moment, als Manager, ich möchte schon noch wissen, was ihr genau macht und man muss dann entsprechend kneten, sodass man eine Entscheidungssicherheit bekommt. Wie viel kostet dann diese Initiative? Wie lange geht denn diese Initiative? Wie unterteile ich sie, dass ich nach 6 Monaten ein Ergebnis habe? Und. Und ich denke, diese Knetphase ist eine der wichtigsten, ich sage jetzt mal, Erfindungen, die Sie einführen könnten, dass Projekte, die dann gestartet werden, auch wirklich erfolgreich sind. Und muss nicht vom gleichen Team realisiert werden, die das kneten.
Und das heißt, wenn Sie dann wissen, was Sie genau machen, müssen Sie auch das Wie noch aufbauen. Und das Wie habe ich da versucht zu erklären. Hier definieren Sie das Was, eben das Kneten. Und dann müssen Sie das runtergeben auf die Ausführungsebene, auf zu den Spezialisten. Die sagen eigentlich, wie man es macht. Und zwar nicht im Sinn von wie die Lösung, sondern wie in der Abwicklung. So dass man möglichst schlank das Ganze macht. Wenn Sie Hermes kennen, so haben Sie ja die Module. Wenn Sie Hermes kennen, so haben Sie da Szenarien, wo man eigentlich sagt, wenn ich das so mache, muss ich die und die Lieferobjekte produzieren. Ich glaube, dass Sie effizient sind, müssen Sie die Fähigkeit entwickeln, hier ein qualifiziertes Wie festzulegen, dass Sie nur das Nötigste erstellen. Und dann kommen Sie möglichst schnell an den Mehrwert. Sprich, das Nötigste heißt immer, muss ich das machen, dass ich den Mehrwert überhaupt kriege? Das ist immer diese Frage. Der dritte Punkt, den Sie einführen müssen, dass Sie da überhaupt eine agile Organisation haben, eine effiziente Organisation haben, die die Strategie sauber umsetzt, ist natürlich mein Lieblingsthema, das ist natürlich Projektmanagement. Ich glaube, was ich Ihnen schon angetönt habe, Sie brauchen Projektmanagement-Kompetenz im Unternehmen. Ich behaupte heute, Firmen, die keine Projektmanagement-Kompetenz in 2 Jahren haben, existieren nicht mehr. Ende. Das ist von meiner Seite der wichtigste strategische Faktor, die das Unternehmen aufbauen können. Und das ist etwas wichtig, dass Sie das sehen. Schauen Sie, eine Projektmanagementkultur setzt sich zusammen aus Prozessen, Mitarbeitern und Instrumenten. Und ich habe diese Folie schon mal gezeigt in einem Vortrag, in einem Social-Vortrag, vielleicht mögen Sie sich erinnern, die schon da gewesen sind. Es ist ganz entscheidend, dass Sie versuchen, das in der Harmonie hochzuziehen. Es bringt Ihnen nichts, wenn Sie im Unternehmen Top-Prozesse haben oder Sie haben ein unheimlich gutes Projektmanagement-Software-Tool, das da irgendwie noch Kaffee kochen kann und Bier rauslassen, wenn die Mitarbeiter kein Bier wollen oder sie es nicht trinken können. Oder? Also wenn Sie den Prozess nicht da haben. Und das ist diese Ausgewogenheit. Eine Organisation müssen Sie langsam hochziehen in Projektmanagement-Kultur, sodass Sie da entsprechend sukzessiv professioneller werden. Also das heißt, es ist auch egal, wenn Sie auch nur auf der untersten Ebene arbeiten und die unterste Ebene sauber machen. Ich denke, da sind Sie schon effizient. Das heißt, ich habe wieder 4 Punkte herausgenommen, die für mich wichtig sind. Das eine ist das ganze klare Okay vom Management, dass die Strategie projektorientiert umgesetzt wird. Das ist ein Bekenntnis, so wie Frau Stutz gesagt hat, dass das Management das will, wie diese Informations- und Kooperationsplattform. Punkt, Ende. Wenn das nicht kommt, kommt der Rest auch nicht. Also ich brauche das Commitment. Und schauen Sie, was das heißt. Oder? Das heißt, man hat da Rhythmen miteinander verbunden. 3 Monate Rhythmen, sprich die Strategie, tauscht sich aus all 3 Monate mit der taktischen Ebene. Die taktische Ebene immer monatlich mit der Projektführungsebene und je nachdem, wenn Sie Scrum oder wie auch immer unterwegs sind, haben Sie da eine 14-tägliche Abstimmung. So können Sie oder so sind Sie fähig, möglichst schnell von oben nach runter steuern zu können, sprich von unten nach oben Informationen hochzugeben, was erfolgreich und was nicht so erfolgreich ist. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Instrument, das Sie da dann lancieren, wenn Sie sagen, wir setzen die Strategie immer projektorientiert um. Das bedingt dann auch Sitzungen und die Sitzungen habe ich jetzt da zusammengenommen auf 5 Sitzungen. Schauen Sie, Sie brauchen eben diese Portfolio-Strategiesitzungen und die kann man sehr modern machen. Das lieben die Manager nicht so, die müssen stehen, so Stand-up-Meetings. Die dürfen nicht sitzen, wenn sie da über die Strategie reden. Da geht es zu lange. Also das kann auch auf einem Kanban-Board sein. Ja, wunderbar, also das muss nicht hochtechnisch sein. Dann brauchen Sie diese Pipeline-Review-Sitzungen. Ich glaube, wir Schweizer haben den Vorteil, dass wir mehr Ideen haben als Ressourcen. Und irgendjemand muss sagen, wer jetzt da jetzt gewinnt bei diesen Anträgen. Sie müssen sagen, wer jetzt da mehr Wert oder am meisten mehr Wert erzeugt. Sie brauchen natürlich diese Lenkungssitzungen, die kennen wir. Sie brauchen da diese Projektteam-Meetings, das kennen wir auch. Aber was ganz, ganz wichtig ist, diese Wirkungs-Review-Meeting. Hat jetzt das Projekt nach 6 Monaten wirklich den Mehrwert gebracht, den wir hier versprochen haben? Und wenn nicht, Frage, werfen wir jetzt alles weg, was wir jetzt gemacht haben? Ende, loslassen, fertig. Oder bauen wir hinten nach und hoffen noch wieder Nachbau, dass wir es doch noch hinkriegen? Und das sind mutige und wichtige Entscheidungen, die Sie da aufsetzen können oder müssen.
So, und das letzte Teil, das Sie haben müssen, dass Sie so effizient arbeiten können, es ist natürlich ein Projektmanagementsystem. Und ich habe dem gesagt, Sie müssen ein vernetztes Projektmanagementsystem haben, das effizient ist. Vernetzt heißt das, dass die vier Ebenen, die ich Ihnen aufgezeigt habe, so vernetzt sind. Und ich habe ja auch die Folie schon mal aufgezeigt. Es geht ganz einfach. Sie haben die Vision, die Geschäftsleitung macht die strategischen Initiativen auf der Ebene des Projektführung kommt der Auftrag hinein, der Projektleiter da arbeitet, gibt das runter, da, dass das richtig ausgeführt wird, da wird dann der Statusbericht gemacht, das Ganze wird kontrolliert, hochgezogen und dann wieder zurückgemeldet. Es ist nichts anderes als ein wunderschönes Managementsystem, das Sie da durchführen können. Und dafür brauchen Sie nicht Software, dafür brauchen Sie saubere Prozesse und Leute, die das wirklich leben wollen, mit einer gewissen PM-Governance, mit einer einfachen PM-Governance. Wir haben da natürlich selbstverständlich nebendran gewisse Instrumente gestellt, wie zum Beispiel Strategiemap, Masterplan, Projektplan, Kanban-Board, das auch da dazu gehört, dass man effizient arbeiten kann und effizient auch kommunizieren kann. Wir haben dann auch eine Plattform gemacht und diese Plattform sieht dann wieder etwas ähnlich aus wie die vorhergehende Leier. Schauen Sie, Sie haben dann da diese strategische Ebene, diese taktische Ebene, wo Sie da die Initiativen hochnehmen und da mit entsprechenden Tools simulieren, dass Sie sehen, was können Sie machen, was nicht. Sie geben das runter da auf die Projektebene, auf die Durchführungsebene. Wie Sie da sehen, da gibt es die konventionelle wie die agile Entwicklung. Und so haben wir versucht, eigentlich ein Instrument aufzubauen, das dem Mitarbeitenden hilft, seine Arbeit möglichst effizient umzusetzen. Ich komme zum Fazit. Ich glaube, das Ganze ist ein, nicht ich glaube, es ist ein Change-Projekt. Die Leute müssen sich verändern zu dieser agilen Form. Sie müssen akzeptieren, dass sie andere Werte haben, die eigentlich jetzt zählen, nicht unbedingt High Quality, sondern vielleicht eben die Flexibilität. Und das ist etwas ganz Wichtiges, diese Leute hinzuzubringen, dass sie das machen. Sprich, ich brauche da eben diesen Start von diesem Change-Projekt. Und das ganz Wichtigste ist, diese Konzeption und die agilen Werte zu definieren. Ist es jetzt, was ich gesagt habe, flexibel, lernfähig und so weiter und so fort? Oder was nehmen Sie als agil? Und das ist etwas Wichtiges, dass Sie da sicher sind. Und dann gehen Sie so in einen Sprint-Ansatz und versuchen, Abteilungen oder Gruppen für Gruppen umzustellen. Ich bin heute mit meiner Erfahrung überzeugt, Sie können eine Firma als Ganzes nie auf einem Ruck agil umsetzen. Unmöglich. Sie müssen eine Abteilung und die andere nehmen und sie agil machen. Das wird auch da und dort etwa mit Kündigungen verbunden sein, weil nicht jeder will diese Agilität. Und dann ist er vielleicht fehl am Platz, obwohl er ein ganz guter Mensch ist. Und gar nicht, ja, aber einfach nicht, er will nicht agil sein. Das darf man ja auch heute noch. So, das heißt eigentlich nichts anderes. Sie brauchen eine Basis, eine agile Organisation. Sie müssen die Fähigkeit haben, das Wie zu erkennen, sprich das Was zu definieren und das Wie zu erkennen, wie ich das schnell machen kann. Sie müssen natürlich die Fähigkeit des Umsetzens, diese Projektmanagementkompetenz haben und Sie müssen, meine Damen und Herren, Sie müssen ein Instrument haben, das Sie unterstützt in dieser Arbeit. So bringen Sie diese moderne, leistungsfähige Organisation hin. Sprich, eine Digitalisierung ist eigentlich ein wichtiger Wert, das Sie mit einer agilen Organisation erfüllen können. Das ist meine volle Überzeugung. Und nochmals zum Abschluss, ich bin sicher, wenn Sie ein Projektmanagement leben können in Ihrem Unternehmen, dass das Unternehmen oder Ihre Organisation in den nächsten zwei Jahren große Probleme bekommt. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank, Bruno.